Hallo und herzlich willkommen hier bei Fluff. Heute zeige ich dir, wie man ein Fluff-Kapsul ganz entspannt aufbaut. Ich werde auch die kniffligen Momente aufzeigen und euch Tipps geben, wie man diese umgehen bzw. lösen kann. Als erstes öffnen wir die Tasche und holen alle Bestandteile heraus. Hier haben wir die Pumpe, die Bedienungsanleitungen, die Innenkapsel, das Adapterset sowie die Stoffhülle mit dem eingelegten Bodengewicht. Die Stoffhülle hat einen Griff und auf der Rückseite einen Reißverschluss. Die Unterseite hat eine Silikonbeschichtung. Als nächstes haben wir die Innenkapsel mit einem Füllloch und einem Pfeil, der nach oben zeigt. Dann haben wir noch die Handpumpe, das Adapterset, die Aufbauanleitung, die Bedienungsanleitung und zu guter Letzt die Tasche, welche du auch zum Shoppen benutzen kannst. Jetzt legen wir los. Als ersten Schritt öffnen wir den Reißverschluss auf der Rückseite und legen die Stoffhülle mit dem Reißverschluss nach oben auf den Tisch. Dann ziehen wir die Innenkapsel etwas auseinander und halten sie so, dass der Pfeil nach oben zeigt. Die Innenkapsel wird dann nach oben in die Stoffhülle eingeführt und du hältst von außen durch die Stoffhülle oben in der Mitte die Innenkapsel mit der Hand fest. Es ist wichtig, dass das Füllloch möglichst immer nach vorne aus dem Reißverschluss zeigt. Im nächsten Schritt kann dann die Innenkapsel auch nach unten in die Stoffhülle eingesteckt werden, aber auch hier darauf achten, dass das Füllloch immer nach außen zum Reißverschluss zeigt. Jetzt können wir auch schon mit dem Pumpen beginnen. Am besten füllst du erstmal ungefähr 30% Luft ein. Du wirst feststellen, dass die Innenkapsel sich ausdehnt, aber vielleicht nicht genauso, dass sie sich gerade nach außen ausdehnt. Du musst versuchen, mit ziehenden Bewegungen an der Stoffhülle und beherzten Eingreifen die Innenkapsel in der Stoffhülle möglichst gerade auszurichten und auch dafür sorgen, dass das Füllloch möglichst immer mittig im Reißverschluss sichtbar ist. Nun pumpen wir weiter auf, bis ca. 80% des Kapsuls mit Luft gefüllt sind. Hier empfiehlt es sich auch, immer mal den Verschlussstopfen einzustecken, die Stoffhülle von außen schütteln, etwas bewegen und dann auch dafür sorgen, dass der Boden mit dem eingelegten Bodengewicht möglichst mittig auf der Innenkapsel sitzt. Wenn das Gewicht nicht mittig ist, kannst du dies mit Drücken und Klopfen in die Mitte bewegen. Das Ganze sollte dann am besten so aussehen. Dann zupfen wir alles nochmal etwas zurecht und achten darauf, dass das Füllloch möglichst mittig sitzt. Die Innenkapsel kann auch seitlich verrutschen. In diesem Fall den Stoff von außen fest im Kreis herumziehen, dann passt es. Hier solltest du auch oben die Kuppel prüfen, dass diese möglichst mittig ausgerichtet ist. Wir können dann den Reißverschluss zur Hälfte schließen, fest eindrücken, damit er sich fixiert und nicht aufspringt. Und nun die restliche Luft einfüllen, damit der Kapsul komplett mit Luft gefüllt ist. Als erstes verschwinden die Falten an der Oberseite und dann verschwinden die Falten auch nach und nach an der Unterseite am Bodengewicht. Wenn die Falten fast vollständig verschwunden sind, kannst du aufhören zu pumpen, denn diese werden später von selbst weggehen. Jetzt drücken wir die Innenkapsel mit dem Daumen ein, schließen den Reißverschluss fest und schieben den Reißverschlussschieber in die vorgesehene Mulde. Jetzt ist unser Kapsul fertig aufgebaut. Und schon sind wir fertig. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit deinem Fluff-Kapsul.